Ja Leute, und herzlich willkommen zum neuen Part zu PC Bildungssimulator. Heute haben wir auch zum allerersten Mal einen Gast dabei, richtig? Nee. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir remove the virus, replace RAM. Terminator, 8 GB. Mit 3000 Megahertz, richtig? Ja. Da würde ich, was für mein Wort, auf Z10 hochgehen, auf 2400 Megahertz. Persönlich. Auch noch auf dem i7. Nämlich, hier, ihr seht hier diese maximal RAM-Speed. Wenn ihr 2400 steht, dann würde ich euch empfehlen, geht nicht höher wie 2400 MHz. Hier wären sogar 3200, da 3600 MHz. Was heißt Mike, das? Ja? kannst du mir Essen geben? Kannst nach der Aufnahme machen. Kann nicht mehr sprinten. Oh, okay. Ich guck mal nach. Was habt ihr noch? Eine Karottenfarm. Passt eigentlich, so wie ich gerade gerechnet habe. Moment. Survey. Minimum. Und ich darf, der PC darf nicht mehr als 1200 kosten. Heißt, wir nehmen den RAM. Ich weiß gar nicht, ich weiß, ob ich den da habe. Eine 1050 habe ich auch nicht da. Doch, habe ich sogar. Okay, ein Storage nehmen wir auf 500. Habe ich das da reingepackt? Ja. Prozessor müssen wir ein. Dann nehmen wir dafür ein besseres Mainboard. CPU nehmen wir genau den da steht, haben wir auch da. Ein CPU-Kühler. Und ein 550 Watt Netzteil. Und bevor wir den PC bauen, brauchen wir auch noch ein Netzteil. Nein, Netzteil vor allem. Live. Ja? Das ist ein bisschen kritisch. Ja, ich beeil mich mit der Aufnahme, okay? Ich habe keine Hungerkeulen mehr. Oh, okay. Bei der Part. Der wird heute auf bisschen weniger werden. Was hat er für ein Mainboard? Z270. Ja, ist bei mir, ist okay, Shaki. Und HDD 500 GB. Oh Gott, nein, ich bin tot. Ich probiere mich zu beeilen. 8 GB mit 3000. Acht Gigabyte G-Skill, ach, Team Group. Toll. Ich bin an mein Limit gekommen. Von die $3000. Das heißt,
den. Das heißt, da tun wir ein i7, Z7K rein. Mainboard nicht. Dann nehmen wir Z. Wie viel kann das Mainboard? 2000. Da. Rotten Flash. Hast du es gerade gefunden? Ah, da war gerade ein Zombie, richtig? Nein, ich habe einen Tempel gefunden, da lagen noch Rotten Flash. Wow, cool. GTX 1050. Aber sogar mehrmals da. Denn wir schließen zum Teil schon alles an dem Rechner. Und so gucken, ob er so schon mal läuft. Weil er muss ja, weil er. Wir betteln Leute. Um was? Die wollen vom Owner Haste haben. Okay. Oh. Doch, es hatte RAM noch da, genau mit 2 GB. Und wie man sehen kann, haben wir den PC gefixt. Also zusammengebaut. Hest war doch Eile. Wir haben sehr viel davon da von dem RAM. i7. Und das dürfte reißen. Da war 3D mal. Dann auch noch. Ah, es hat noch ein da gehabt. Von daher. Wäre es kein Problem gewesen.
Weil den hätten wir auch weiter nach hinten schieben können. Aber in dem Fall wollte ich das nicht na weiter nach hinten verschieben, weil was wir hinter uns haben, haben wir hinter uns. Ist das richtig, Shaki? Ich meine, jetzt wo wir da den PC richtig hoch, also mehr Leistung gegeben habe, wie durch mehr RAM und einen besseren Prozessor, dürfte es kein Problem mehr sein. Aber man merkt, dass das System noch nicht optimal läuft. Die niedrigen FPS, aber 4000 Punkte kann man sehen lassen. Oder? Komm, wir übertreiben mal ein bisschen. Also, wir machen nur noch den einen Auftrag hier fertig. Ich hoffe, dass das Mainboard jetzt heile ist. Oh nein. MTs. Lol. Was denn? Ein Baum hat mir einen goldenen Apple gekriegt. Ah, doch nicht. Ja, und ich hab gerade mal und ich muss ein Mainboard tauschen gerade. Sad. Ja. Hab Kniel gefunden. Wow. Aber was wollen wir machen? Aber hier? Ah ja, dann. Ah. Was ich mich gefragt habe, haben wir da gerade noch ein Set 270er Mainboard drin? Nämlich. Wir machen es so. Bevor wir das alles wieder installieren. Also verkabeln, besser gesagt. Bauen wir erstmal den PC wieder zusammen. Genau so. Na, bei mir wäre es einfach lieber gewesen, wenn nur das Netz da kaputt gegangen wäre. Weil das macht weniger Arbeit, als wie ein ganzes Mainboard zu tauschen. Und noch für den Prozessor, den Stromadapter nicht vergessen. Sieht. Okay.
nehme ich, was wir da machen. Weil ich meine, wir haben da, der Rest hat einmal schon gute Hardware, aber wir wollen, dass er super schnell wird, dass wir die fast 5000 Punkte erreichen. Ach, deswegen brauchten wir das. So. Also, wir nehmen schon mal die Festplatte raus und holen uns schon mal, bauen uns die neue da ein. Weil jetzt müssen wir alles wieder nochmal machen mit dem Mainboard aus. Itzhaki, bist du noch da? Nö. Okay. Noch alles noch anschließen. Hoppala. Oh. Springt auch jetzt. Okay. Hoppala. Na, aber dennoch, wie kann man so viel Stoff in dem PC haben? Leid, ich muss aufladen. Okay, dann bis später. Oder so, okay? So, damit haben wir schon mal den Prozessor wieder drauf. Aber der RAM. So, fertig. Viertausend.
an, die Leistung ist noch nicht so optimal. Noch nicht optimal. Da müssen wir nochmal nachträgeln mit einer besseren Grafikkarte. Weil mich wundert es. Ja, weil eigentlich könnte man entweder das Video rendert oder danach oder während er den Benchmark macht, ganz einmal ganz kurz AFK gehen, aber ich mach so. So, nee. Der soll in Ruhe. Ich will in Ruhe das machen, während der PC-Geist dieses Video rendert, was ich da gerade aufnehme. Nur halt, ich würde gerne auch mal unseren Firmen-PC auch mal upgraden wollen. So, und im nächsten Part, beziehungsweise noch, das machen wir noch in dem. Discord. Und zack. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, mal, dass wir unseren Firmenrest noch mal upgraden können. Komm schon! Warum haben wir weniger Punkte erreicht mit der Grafikkarte? Wartet mal. Ich dachte gerade im Ernst 4000? Hä? Hä? Fantagraf Femme Fortlink statt? Was dann noch ein Programm installieren? System Info brauchen wir. Weil die Temperatur passt gar nicht. Was nicht. Ich denke, da war ein i7 drin. Ja. Sonst hätte ich gerade vorgeschlagen. Wir holen uns für den. Eine neue Grafikkarte, also neues Mainboard, oder wir machen so. Also, wir machen so. Also,
Ich sag euch das mal, wie wir es machen. Ich bin jetzt den Part und in den nächsten Part sehen wir genau weiter, wo das Problem lag. Okay, so dann. Ciao. So.